Hi meine Freunde, herzlich willkommen zur neuen FC 25 Season. Und wie ihr seht, ich bin in Rival Division 4 und ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin kurz, wirklich kurz vor die Liga 3. Es fehlen mir jetzt 2 Siege, 3 Siege, keine Ahnung. Es ist ein Geschwitze, ich habe ordentlich Matchbälle verkackt im Vorfeld. Deswegen müssen wir da jetzt gucken, was wir machen. Aber das ist erstmal so der Stand der Dinge. Wir haben Tyram abgeschlossen, um den soll es hier heute gehen. Das ist so aktuell das Team, mit dem ich spiele. Was kann ich groß erzählen? Wir lassen Keita auf 1 Chemie, weil Alaba eine rote Karte kassiert hat. Es soll vor allem aber um ihn hier gehen. Tyram. Der hat eine Play-of-the-Month-Karte bekommen, die sehr, sehr geil aussieht. Und für ein 84er-Team kriegt er den schon. Und Forster Weakfoot, 3 Sterne Skills, 1,92. Lengthy ist schon ganz, ganz geil. Also Lengthy mit 89 Tempo ist richtig nice. Franzose, Serie A, super gut zur Linken. Mit Hawk kriegen wir da nochmal Tempo-Boost, Schuss-Boost und vor allem noch in der Physis was gepusht. Dribbling ist ja nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Wir werden aber gucken, wie er sich macht. Playstyles hat er keinen. Keinen Schuss-Playstyle, aber die Batterie, den schnellen Schritt und Aerial. Dazu kann er Anspielstation, falsch 9, Knipser und Stoßstürmer mit Plus spielen. Das wird er bei mir auch tun. Wenn ihr ein Taktikvideo haben wollt, lasst mich gerne wissen. Kann ich euch die mal zeigen. Es ist ein abgewandeltes 4-3-2-1, wie es wahrscheinlich schon zuhauf auf YouTube vorhanden ist. Wie dem auch sei, wir gehen direkt rein in Rivals. Und ich hoffe, es wird kein Sweatfest. Und ich hoffe, ich kann euch Sachen zeigen von Tyram. Hoffentlich. Wie fühlt er sich am Ballern? Ich kann es nicht wirklich sagen, weil sich gefühlt alle aktuell einfach kacke anfühlen am Ball. Deswegen, da lassen wir mal eine Wertung außen vor. Oh, das war stark gespielt und das ist das Tor. Erste Kombination mit ihm und er haut den direkt rein. Markus Tyram, schwacher Fuß, haut den rein, ganz easy. Super, super gut macht er das. Was war das? Was war das von Kobel? Was war das von Kobel? Der wehrt den mit der Stirn ab und lässt ihn ins Tor prallen. Ja, ich weiß nicht. Es ist... Ich komme mit dem Gameplay noch nicht so ganz klar. Ja, wir kommen alle von 99er-Spielern und so. Deswegen fühle ich mich auch noch nicht so ganz wohl mit Player-Reviews und so, weil ich selber einfach noch so, ja, so das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Und das ist einfach so frustrierend, weil man halt, ja, das Gefühl hat irgendwie, egal was man macht, es wird alles bestraft, jeder Fehler wird bestraft. Und es ist unfassbar schwer aktuell sich für, also zumindest für mich, die Chancen rauszuarbeiten. Da haben wir die Möglichkeit. Bitte, Marin, er macht ihn nicht. Schade. Das wäre eine super Chance gewesen, aber es war mir einfach zu heiß, den runterzunehmen. Und dann kriegen wir so Tore. So Tore kriegen wir dann. Es ist einfach so zum Kotzen. Das frustriert so und macht das Spiel aktuell einfach, ja, nicht so enjoyable einfach. Ja, ich drücke schon seit 20 Minuten den Pass und er macht ihn einfach nicht. Es ist, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich komme aktuell mit dem Gameplay nicht klar. Ja, und statt dass wir da ins Tackling gehen, das Tackling gewinnen oder den Ball gewinnen, kriegt der Gegner da so eine gute Chance. Und das ist einfach, ja, das darf einfach nicht sein. Und dass so Sachen hier auch funktionieren, so Speed Boost, das ist auch einfach, ja... Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem ganzen Ding hier. Aber Tyram setzt sich immerhin körperlich gut durch. Also das ist jedenfalls einer, mit dem man auch körperlich was machen kann, planen kann. Und das darf einfach nicht sein, dass so Bälle einfach so dumm abgefälscht werden. Wenn ich dazwischen stehe und der Gegner dann dadurch in so Chancen kommt, weil... Oh, es ist frustriert. Sorry für den Rage, aber es frustriert einfach ein bisschen. Und wieso das da auch kein Schuss wird, ich weiß es nicht. Er setzt den Fuß irgendwie dazwischen und ja, ist einfach frustrierend. Und anscheinend scheint Kick'n'Rush eine super beliebte Taktik zu sein, weil Gegner oft mit 2 Pässen einfach da durchmarschieren. Und man da einfach keine Chance hat. Jetzt haben wir da mal eine Chance, das auszunutzen.
Ja, und dann guckt euch das an. Guckt euch das an. So kriegen wir die. So kommt der Gegner durch. Es ist erbärmlich. Erbärmlich. Und deswegen wundert euch nicht, dass einfach aktuell kaum Videos kommen oder keine Videos kamen bisher. Weil es halt einfach irgendwie ja schwer ist zu ertragen. Oh ja. Der muss doch reingehen, verfickte Scheiße. Ja, der Gegner kickt jetzt einfach hinten rum und man kann halt nichts dagegen machen. Und dann ist ein Pass und dann ist er durch. Es macht absolut keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Und das ist das Problem an diesem Spiel. Es macht aktuell irgendwie keinen Spaß. Ja, also seine Schüsse sind schon jedenfalls mal nicht schlecht. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe taktisch jetzt mal ein bisschen was rumprobiert. Versuche jetzt, Balde nicht ganz so offensiv agieren zu lassen. Mal gucken, ob das besser funktioniert dann. Hervorragender Pass. Hervorragender Pass von Thüram. Und wir machen es so. Und scheinbar scheint es jetzt vielleicht ein bisschen besser zu laufen. Ich weiß es nicht. Es ist alles gefühlt random hier. Oh. Oh, Sprint Boost. Das war Sprint Boost. Abusen vom Allerfeinsten. Und er macht ihn. Er macht ihn eiskalt rein. Und das gefällt mir. Er macht die Dinger. Oh ja, der ist schnell, der ist schnell, der kriegt den. Und den macht er. Den macht er eiskalt. Das war stark. Das war sehr, sehr stark. Gerade eben noch abgeraged und jetzt rasieren wir den Gegner. Es ist halt immer noch EA Sports FC. Er hat sehr, sehr gute Läufe. Das gefällt mir bei ihm sehr, sehr gut. Seine Läufe, die sind brutal und der darf auch reingehen. Geht leider nicht rein, egal. Zack, zack. Oh Gott, warum klaut Sané da den Ball? Wenn Sané den Ball da nicht klaut, haben wir das 5-0. Traumpass. Traumpass, Traumpass. Und leider nicht den Schuss so ausgeführt, wie ich ihn gern gehabt hätte. Mit dem Außenriss, sondern mit dem schwachen Fuß war es, glaube ich. Und ich glaube auch deswegen ging er da nicht rein. Ach Gott, nicht schon wieder so eine Scheiße. Ja, ich habe den Speedboost vorhin ausgenutzt, jetzt macht's der Gegner mit mir. Es ist einfach frustrierend. Es ist einfach frustrierend, wie einfach man da durchkommt. Und warum das ein Foul ist, kann mir auch nur der liebe Gott, nicht mal der wahrscheinlich erklären. Oh ja, da hat er sich gut durchgesetzt, aber leider war es dann auch hier ein bisschen, ja, zu wenig einfach am Ende rausgeholt. Schiri, bitte pfeif einfach ab. Was soll der Müll? Es ist nicht mal Nachspielzeit angezeigt. Oh mein Gott, Gegner, bist du scheiße. Ich habe nicht mal gespielt, ey. Ich habe nicht mal gesteuert. Und warum auch immer, dass hier Verlängerungen gibt noch... Ich verstehe es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann kriege ich so Tore. So Tore kriege ich dann, Alter. Es ist so frustrierend. Und er macht die Dinger dann halt vorne nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es einfach nicht erklären. Außer mit der Ausrede, dass das Gameplay einfach... Ja, ich finde Realismus geil. Aber es ist aktuell gefühlt einfach... Ja, natürlich, man muss sich dran gewöhnen und so. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es ist sehr, sehr random. Sehr, sehr viel Zufall. Sehr viel Dusel, irgendwie gehen Sachen rein, kullern durch, Torhüter parieren scheiße und lange Bälle sind Müll, wie man hier sehen kann. Also es ist nervig. Was halt so ein bisschen mein Problem mit diesem Spiel ist, ich habe so das Gefühl, es gibt irgendwie nicht so das Rezept.
wenn ihr wisst, wie ich meine. Letztes Jahr war es klar, 4-3-2-1. Und ja, natürlich beschwert man sich, dass es Meta alles ist und keine Ahnung. Oh Gott, Junge, steh doch nicht im Abseits. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt ein Spiel, da rasiere ich den Gegner, wie jetzt vorhin, 4-1. Alles kein Problem. Und im nächsten Spiel gehe ich dann unter. Weil irgendwas nicht funktioniert und ich weiß halt nicht was. Und das ist so ein... Der hat den Playstyle Plus und er macht nur Müll, ey. Speed Boost, wie auch immer ausgenutzt. Und wir treffen mit ihm. Und mit dem Trivela. Es ist aber, ja, es ist alles nicht ganz so... Nicht ganz so einfach irgendwie. Ich habe so das Gefühl, manche Pässe sind absolut Müll. Obwohl man die spielt wie immer, aber mal entscheidet sich das Spiel dazu, die Pässe einfach kacke zu machen. Oder mal entscheidet sich das Spiel dazu, die Pässe krass zu machen. Perfekter Pass von Kimmich. Und das muss es sein, Alter. So blank. Das muss es sein. Und dann kriege ich so Tore. In der 46. So Tore. Das fuckt einfach nur ab. Es fuckt einfach nur ab. Nachdem ich 100 Millionen Chancen habe, das 1-0 zu machen, 2-0 zu machen, kriege ich so Tore. Und der darf durch... Oh, verfickte Scheiße. Sané, Alter. Verfickt nochmal. Hau doch die Scheißmurmel einfach rein. Das sind Dinger, die müssen einfach reingehen. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht tun. Und das sind Skill-Moves und der Ball springt 100 Meter vom... Ich mache einfach nur Rage-Talk hier statt Player-Review. Das ist Wahnsinn. Immerhin machen wir dann noch eins. Das nehmen wir noch mit. 4-2. Meine Fresse. Diese Spiele in Liga 4 sind unfassbar krampfig. Perfekt gespielt. Perfekt gespielt und Thuram ist dann da und macht die Murmel. Traumhaft. So einfach kann Fußball sein und dann kann es auch Spaß machen, wenn es dann wirklich funktioniert. Top Pass, Top Laufweg, aber irgendwie kommt Stefan Ortega da noch dran. Who the fuck spielt mit Stefan Ortega, Alter? Thuram, bitte, warum macht er den denn nicht? Das sind die Dinger, die rein müssen. Und auch ein Seroberto darf den durchaus reinmachen. Ah, es ist frustrierend. 2-0 muss her. Es muss her. Thuram, da ist es. Da ist das Tor. Er macht ihn. Außenrissschuss natürlich. Grün getroffen. Der ist dann im Tor. Weltklasse. Weltklasse gemacht. Annahmeschuss, Tor. Und der Gegner quittet nach Hattrick Thuram. Oh my fucking God. Das wäre das Tor zum fucking eventuellen Aufstieg gewesen. Auf jeden Fall mal zum 1-0. Und wir, wenn wir dieses Spiel hier gewinnen, steigen wir auf. Oh mein Gott, Thuram, bitte! Die Dinger müssen reingehen. Die müssen reingehen. Da gibt es keine Diskussion. Die müssen wirklich. Also da lasse ich nicht mit mir reden. Die Dinger, die darf man nicht verschießen. Ja. Und immer dann, wenn ich einen Matchball habe, ja, läuft so. Endlich, da machen wir es. Anschlusstreffer. Fehler vom Gegner, Anschlusstreffer. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Zwei Tore trennen uns vom Aufstieg. So Tore kassieren ist einfach gottlos, ey. Es macht einfach alles kaputt. Einfach ein räudiger, lächerlicher Konter, der so einfach nicht passieren darf.
Mann, setz dich doch bitte mal durch und behaupte dich in dem Zweikampf, ey. Und das ist alles so langsam. Holy shit. Ja, und dann verlieren wir so den Ball, laden den Gegner zum Konter ein. Es ist so eine räudige Scheiße. Und mach's Tor, komm. Ja, nee, der Gegner ist halt kacke. Aber wir sind noch beschissener. Ja, und dann wieder einen Matchball, den vierten in Folge. Versaue ich mir einfach selber. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn! So, ich nehme schon viel zu lang auf. Schon über fast anderthalb Stunden nur für einen Spieler. Aber es war das meiste natürlich Rage. 6 Spieler, 9 Tore, 2 Vorlagen. Nehmt die mit. Tschüss.